Hallo Leute, es geht weiter mit der Nussknacker im Bonuskapitel. Und ja, wir sollen jetzt hier da durchkommen durch das Tor oder wie auch immer mit der richtigen Reihenfolge, die hier angezeigt wird. Und ich kann jetzt hier wohl unten so oder so rot drücken. Ich probiere es mal. Dann soll aber gelb kommen. Das ist ja dann schon mal falsch. Dann mache ich mal erneut. So. Erst rot, dann gelb, dann mache ich mal hier rot. Geht jetzt das hier nicht? Ich dachte, jetzt soll ich bis nach oben hin so gehen. Wie rot, gelb, blau, grün. Ach so. Schräg geht also nicht. Es geht immer nur seitwärts oder was? Jetzt wieder. Ja, rot. Jetzt kann ich ja nur hier eigentlich lang. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Und der letzte wäre falsch. Das ist ja doof. Schade. Sonst hätte ich es fast geschafft. Rot, gelb, blau, grün wieder. Schräg geht nicht. Nein. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau ist hier gar nicht. Hier komme ich gar nicht weiter. Das war anscheinend schon irgendwie falsch. Oder so. Wie soll ich das denn machen? Nee, das geht nicht. Ich kann doch nur hier anfangen. Rot, gelb, weil der blaue geht nicht. Blau, grün. Jetzt bleibt doch wieder nur der rote. Und da ist doch wieder kein Blau. Ich check das nicht. Rot, gelb. Ach ja, ich kann ja zurückgehen. Blau, grün, natürlich. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Und ich hab's wieder vermasselt. Shit. Mist, aber fast. Immer nur der letzte Schritt fehlt mir. Ich finde, das macht aber eigentlich relativ viel Spaß. Also sowas mache ich hier wesentlich lieber als diese Drehrätsel, bin ich ehrlich. Lieber so drei Anläufe hierfür als irgendwie eine Stunde lang da rumdrehen und nee. Nee, nee, nee. Also nochmal. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün, rot. Gelb, blau, grün, rot. Gelb. Mir fehlt immer der rote am Ende. Gelb. Ach, Manu. Ja, jetzt ist schon wieder egal, was ich mache. Blau, grün. Toll. Weil zu dem komme ich gar nicht hin. Wie komme ich denn am Ende zu dem? Ich muss das schaffen, dass ich am Ende den roten hier kriege. Das war auch blöde. Ich probiere einfach mal ein bisschen andere Wege geradeaus. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb,
Wie komme ich denn da ran? Ja, das schaffe ich wieder nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin hier. Wenn ich hier schon bin, ist das, glaube ich, blöde. Ich weiß nicht genau. Weil wenn ich dann am Ende hier immer lande, komme ich an den gar nicht mehr ran. Da einfach rüber geht nicht. Ach, das hat geklappt. Ich hab's geschafft, es reichte. Ach so, ich bin nämlich einfach nochmal wieder über dieselben rübergegangen, falls ihr es gemerkt habt. Meine Stimme ist irgendwie gerade so weg. Okay, gut, das hat gereicht. Ich dachte, ich müsste am Ende zum Roten kommen. Um dieses Tor zu durchbrechen, brauche ich gewaltige Muskelkraft. Die ich habe mit den Katzen oder die ich nicht habe. Professorenkatze, Kampfkatze vielleicht? Jawohl. Okay, voll die Kampfkatze. Der Name passt. Ab in die Höhle. Uns fehlt ja noch die Muschel. Ich frage mich, ob wir die hier finden. Wie beeindruckend, eine Hommage an die Katzen. Die Gegenstände neben jeder Nische zeigen, welche Katze dorthin gehört. Na, dann gehört hier doch die mit dem Schild hin, oder? Ah, jetzt können wir die da alle einsetzen. Das ist bestimmt die Professorenkatze. Mit Axt und so, die Kampfkatze, okay. Hier, Pfeil und Bogen, ganz eindeutig. Nicht Pfeil und Bogen, Armbrust meine ich. Da ist die Muschel. Die brauchten wir nämlich noch. Ganz viel Gold. Wie, ganz viel Gold? Fred oder was? Wir sollen hier hin, weiß ich nicht. Das ist die Schamanenkatze. Und mit Schwert und was weiß ich nicht, was hier Fred? Fred gehört dahin. Okay, ich weiß immer gar nicht, was Fred jetzt eigentlich für eine Katze sein sollte. Und hier kommt dann der Kerzenleuchter hin, ne? Nee, da finden wir dann... Hier kommt die Katze hin, die wir aus der Höhle noch holen müssen. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder ganz zurück, da wir dieses Muschelrätsel jetzt machen können hier. Jetzt haben wir nämlich alle... Vielleicht unser letztes Rätsel. Natürlich soll ich die entlösen hier. Die sollen alle nicht mehr sich überschneiden und so. Das kennt man schon aus anderen Wimmelbildspielen. Ob nun mit Muscheln oder nicht. Und pipapo, das ist ja egal. Machen wir mal so diese äußeren Ränder, es ist vielleicht immer ein bisschen einfacher, dann kann man das immer besser erkennen, wo die sich noch überschneiden. So, jetzt tun sie es nicht mehr und ich komme ran an die Wolle, die kann ich jetzt spinnen und dann mache ich daraus einen Wollknäuel, denn es hieß ja, dass diese schwarze Katze gerne damit spielt. Tada, ein richtiges Wollknäuel und die bringen wir jetzt natürlich raus, rüber zu der Katze, damit die was zum Spielen endlich hat. Und damit wir unsere letzte Katze haben. Ich hatte im letzten Part immer gedacht, wir hätten schon alle, aber hatte die hier vergessen. Das ist nicht süß. Jetzt spielt sie damit. I love balls of yarn. I can't resist them.
Even with those scary wolves out here, obviously you understand cats. I'll come with you. Maybe I can help. Ja, dich setze ich gleich da rüber, da wo alle sind. Katzentastisch, finde alle Katzen im Bonuskapitel. Das habe ich wohl geschafft. Das Wollknäuel bleibt hier und dann gehen wir jetzt zurück. Bringen sie alle weg, wo sie hingehören. Hier hinein. Warum aber mit dem Gold? Das weiß ich noch nicht. Und so haben die mutigen Katzen das Königreich vor den bösen Schneewölfen bewahrt und allen ein frohes Weihnachtsfest beschert. Aber das ist nur eine Weihnachtsgeschichte. Ach, ist das schön gewesen. Das war echt toll jetzt. Hier haben wir alle. Und ja, das war es auch mit dem Bonuskapitel von Christmas Stories der Nussknacker. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ich mache das gerne nochmal, also nicht dasselbe Spiel, aber im nächsten Jahr zur Weihnachtszeit so ein schönes Weihnachtswimmelbild spielen, finde ich, ist doch eine schöne Abwechslung mal auch auf dem Kanal gewesen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Natürlich sind diese Spiele immer so ein bisschen auch kindlich gehalten, aber ich finde, man kann auch mal ein bisschen friedliches spielen, gerade zur Weihnachtszeit. Und es muss nicht immer bum 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 und Gewalt sein oder Böses und so. Und Gruselspiele kommen ja sowieso immer bei mir noch genug. Könnt ihr euch drauf verlassen, aber Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Und das fand ich doch deswegen total süß. Auch das mit den Katzen. Am Ende fand ich ganz niedlich, die alle zu sammeln. Jetzt gibt's nicht nur Fred, sondern ganz viele andere. Obwohl, der guckt immer noch so traurig. Der guckt immer so, als wäre er immer noch angekettet und als müssten wir den befreien. Ja, was ich schön an dem Spiel fand, war jetzt nicht nur natürlich die Grafiken und die Sequenzen und ist alles so hochwertig langsam bei den Wimmelbildspielen, sondern was ich halt auch total gut fand, ist, dass es so viel schöne Hintergrundgeschichte gab bei dem Spiel. Also nicht nur mit dem Nussknacker und seiner Prinzessin, sondern jetzt auch zu den Katzen und was mit denen ist. Und das fand ich total gut. So, das rundet irgendwie so ein Wimmelbildspiel nochmal ab. Und es ist jetzt nicht nur so aus 10 Parts besteht, man durchrusht und dann, ja, ist es halt einfach nur so ein bisschen Rätsel lösen und fertig, sondern so, als hätte man wirklich ein ganzes schönes Spiel gespielt. Eigentlich fehlte mir nur noch die Hauptdarsteller, also die wir spielten, das Mädchen, die beiden, den Nussknacker und die Prinzessin gerettet hat, da fehlten mir noch so die Informationen. Das wäre das Einzige, was mir noch so fehlte, weil zu allen anderen Gestalten gab es ja eine Geschichte. Okay, zum verpeilten Kerzenleuchter, der irgendwie aus der die Schöne und das Biest entsprungen ist, wie so der verblödete Bruder vom Kerzenleuchter aus die Schöne und das Biest, der Lumière, so sieht er aus, ja. Auch eine süße Idee. Der hat ja sogar Zähne. Der Kerzenleuchter hat sogar Zähne. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob ich so einen Kerzenleuchter bei mir stehen haben wollen würde. Was ich ein bisschen doof auch finde, ist, dass ich halt die Puppen nicht alle gefunden habe. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt hier noch... Wenn ich jetzt hier fortfahren drücke, möchtest du das Spiel wirklich noch einmal von vorne bekommen? Beginnen? Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Müsste ich aber, um tatsächlich alle Puppen zu sammeln. Das hat mich ein bisschen geärgert. Mir fehlt vom Puppenhaus und von den anderen Puppen, glaube ich, jeweils nur eine. Und ich habe mich in den letzten Parts so ein bisschen gefragt gehabt, ob diese eine Puppe, die wir gefunden hatten für die Sammlung, ob das die Puppe ist, die halt mir fehlte von dem Hauptspiel. Also ob das vom Bonuskapitel so gestaltet wurde, was ich sehr pfiffig finden würde. Dass man dann im Bonuskapitel die dann quasi nochmal finden kann. Oder dass, wenn man alle gefunden hat, sie dann da auch alle stehen, sodass das dann wegfällt im Bonuskapitel. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Jedenfalls war es ja genau eine bei mir, die fehlte. Und genau diese eine Puppe haben wir dann zu den anderen auf den Schrank gestellt. Naja, ist ja auch nicht so wichtig, aber ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man sich dann absucht und am Ende dann es doch nicht hinkriegt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Für die Leute, die ja, bei mir nicht bei Facebook da auf dem Profil reingucken, also auf meinem öffentlichen Alexis-Kanal. Da poste ich ja auch immer mal ein paar nette Grüße und so, natürlich auch zu Weihnachten und Silvester. Und ja, da wollte ich dann an dieser Stelle nochmal einen guten Rutsch für alle wünschen und dass ihr gut ins neue Jahr kommt und
dass ich mich über jeden Zuschauer freue, sagen und ja, und auch freue, wenn ihr dieses Spiel euch angeguckt habt und ja, wünsche euch alles Gute, auch fürs neue Jahr und hoffe, ihr seid dann da auch bei mir dabei, weil das sage ich einfach mal jetzt, ich finde, es passt zu diesem weihnachtlichen Spiel und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Spiel auf meinem Kanal und ja, sonst, ne? Ach ja, hier, ganz süß, jetzt wo man das Spiel gemacht hat oder auch vorher, vielleicht habe ich es auch vorher noch nicht ausprobiert, kann man draufklicken und dann verabschieden sich die Prinzessin und der Nussknacker, verbeugen sich nochmal ganz allerliebst. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.